Okay. Liebe Leute, guten Abend zur neuen, zur Montagsmahnwache mit den neuen Tools. Bitte schön. Wir bauen uns für dieses Jahr wieder neu auf. Und wir haben einen Mann hier, den Felix, der im Moment mit seinem Kind beschäftigt ist, der eigentlich schuld ist, dass wir hier stehen. Denn er hatte die Idee, genau vor einem Jahr eben die Montagsmahnwachen in Wien zu beginnen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er herkommt, mit oder ohne Kind, lieber mit. Weil ich finde, es gehört sich, dass er am Jahrestag zunächst einmal spricht und sagt, wie er auf die Idee gekommen ist, warum er damit begonnen hat. Es sind immer noch Leute. Habt immer noch nichts Besseres zu tun, gell? Unglaublich. Okay. Ja, servus. Viele von euch habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und es freut mich wirklich, dass ihr wieder den Weg hierher findet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Schnauze voll von Kälte. Also ich habe es wirklich, Nasenrammel komplett voll. Auch von sozialer Kälte. und... Ich muss ganz ehrlich gestehen, vor einem Jahr habe ich mal so in die Hosen geschissen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil ich war mir nicht sicher, ob überhaupt ein Max kommt oder ob ich allein sein werde. Also am Heldenplatz da vor einem Jahr. Und es waren erstaunlicherweise relativ viele Leute und vor allem Leute, die wirklich irrsinnig warmherzig waren. Ja? Und wo ich das Gefühl gehabt habe, hey, kann da eh nichts passieren. Ja? Stellst dich darauf, quatscht ein bisschen was und wenn du irgendeinen Blödsinn erzählst, dann ist da eh niemand böse. Und ich glaube, genau diese Art von, diese Stimmung, die haben wir uns irgendwie beibehalten. Und das finde ich was total Schönes. Ja? Das finde ich was total Leimendes. Also jeder von euch, der heute irgendwas zum Sagen hat, und von mir aus übers Wetter, es ist mir ganz wurscht, ja? Kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Ich glaube, Angst hat bei uns sowieso noch nie irgendwer... Naja, okay. Warten wir mal. Gut, wie geht's weiter? Ich meine... Schaut es euch einmal an, was ist mit den Friedensmahnwachen passiert in Deutschland? Von dort ist es ja eigentlich gekommen. Naja, sie existieren noch, sagen wir es mal so. Ich glaube, das Schlimmste, was der Friedensbewegung passiert ist, war leider Gottes die Pegida. Das ist, ich weiß nicht, woher das entstanden ist, aber das war leider Gottes ein ganz schwerer Schlag. Weil urplötzlich irgendwie hat es gar keine richtige Abtrennung mehr gegeben. Ja. Ich war zum Beispiel, gestern bin ich zufällig vorbeigegangen am Karlsplatz bei dieser Pegida-Demo und da steht sein Maxl mittendrin und er schwenkt eine Russland-Fahne. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, also, weiß nicht, Patriotin, weiß nicht, russischer Patriot von mir aus, ist ja wurscht. Ja. Aber dann war der Konnex irgendwie so gleich da. Ne. Russland-Versteher, Rassist und Ding und passt schon, ne? Naja, und genau das ist halt das Problem. Ne? Wie kriegt man viele Leute hierher, um zu sprechen oder mitzumachen, ohne langweilig zu sein, weil langweilig braucht man nicht sein, und gleichzeitig ohne irgendwem Angst zu machen, dass er glaubt, er wird da jetzt irgendwie indoktriniert oder so. Und das ist überhaupt nicht leicht. Am meisten, glaube ich, funktioniert, wenn jeder von euch so ist, wie er einfach ist. Ganz natürlich. Ja? Es gibt unter euch total durchgeknallte Typen und ich liebe jeden einzelnen von euch heiß dafür. Ja? Und ich glaube, das darf man sich auch nicht nehmen lassen. Das, was mir halt aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte mit der Friedensmahnwache, ist, dass wir halt doch immer wieder mal, sage ich jetzt mal, kuriose Sprecher hatten. Kurios ist aber sehr gut. Ja? Kurios ist auf alle Fälle mal nicht langweilig. Das ist einmal ganz wichtig. Und es gibt immer was zu sehen und die Leute kommen gern her und so weiter. Ich glaube, das, wo wir dann so ein bisschen abgedriftet sind oder da, wo man halt aufpassen muss ein bisschen, ja, sind halt leider Gottes genau die Themen, die uns zu Beginn vorgeworfen worden sind. Ja? Verschwörungstheoretiker. Ich meine, es soll jeder seine eigenen Theorien sich bilden, wie er möchte. Ja? Ich möchte euch nur eine kleine Anekdote erzählen, wo ich selber wirklich... plötzlich ganz stark gezweifelt habe, was das eigentlich ist, was wir da machen.
Und zwar bei einer Friedensmahnwache, ich weiß gar nicht mehr wann es war, irgendwann Ende des Sommers oder im Herbst, kommt einer zu mir und quatscht total nett mit mir und macht einen totalen wiefen Eindruck und alles. Und der erzählt mir über Chemtrails. Jetzt kann wieder jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ja. Und er erzählt mir, ja, er hat jetzt den eindeutigen Beweis, dass es Chemtrails gibt, und zwar, und das hat er mir dann circa 1,5 Stunden lang erzählt, warum, und zwar, weil er war letztes Jahr in Berlin und hat miterlebt, wie es bei Plusgraden geschneit hat. So, und das war jetzt quasi für ihn der Beweis, ja, also das ist Kunstschnee, so in die Richtung. Ich habe dann 1,5 Stunden lang versucht, den guten Mann beizubringen, dass er vielleicht einmal in die Berge fahren soll und einmal nachschauen soll. Oder vielleicht mit einem, mit jemandem von der Bergrettung einmal reden soll oder so. Die werden ihm bestätigen, es kann auch bei Plusgraden schneien. Ja, das ist jetzt physikalisch nicht unbedingt irgendwas besonders Außergewöhnliches, okay? Also, das, was ich damit sagen möchte, ist, dieser Bursch, der wirklich total sympathisch war und alles, der wollte auch überhaupt keine Argumente irgendwie annehmen oder irgendwie einmal gelten lassen oder wie auch immer. Und wir haben 1,5 Stunden lang eigentlich aneinander vorbeigesprochen. Und das ist es, worum es halt nicht gehen soll. Also, wenn Leute hierher kommen und sich austauschen, ist es super. Wenn man sich gegenseitig neue Impulse gibt, ist es super. Wenn derjenige, wenn alle das da mitnehmen und zu Hause nachrecherchieren oder schauen, ist es super. Aber man muss ja auch aufeinander zugehen. Und das ist eigentlich mein Appell. Ich glaube, das Ganze hier kann wachsen und kann weiter gedeihen und funktionieren, wenn wir aufeinander zugehen und wenn wir auch nicht glauben, dass wir die Einzigen sind, die die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ich danke euch allen, dass ihr da seid. Ihr seid so leibend. Bitte bleibt dabei.